Wenn echt gar nichts geht, dann muss ich es in Vollbild. Aber dann müsst ihr mir sagen, ob ich jetzt Vollbild aufnehme oder nicht, weil ich sehe das nie. Genau, du. Beep, 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 beep. Wir probieren es jetzt einfach. Mal gucken, was das... Wir gucken uns erst den Trailer an. I'm gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Ich muss leider sagen, der Plot dieses Spiels hier ist im Gegensatz zum ersten Teil, das ist hier ja nur ein inoffizieller zweiter Teil, nix. Der Plot in Teil 1 ist viel besser. Zweitens, Shakas, es tut mir leid, dass ich dich unglaublich mit diesem Teil hier spoilern werde. Weil das hier, ich mag ja nicht viele Charaktere, vor allem männliche Charaktere in Videogames, aber und auch keine Bösewichte, gar keine. Aber das hier ist der einzige Bösewicht, den ich wirklich leiden kann. Mr. Scratch. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Du bindest ihn am Stuhl an. Das ist, dieses Spiel ist so harmlos. Hier passiert echt nichts. Wer Alan Wake kennt, der merkt, weiß das auch. Es ist praktisch dasselbe Prinzip, nur dass der Plot halt so mega dämlich ist und keinen Sinn macht. Spoiler kennst du nicht? Warte. Story-Modus. Story vorsetzen? Nein, denn ich bin schon viel weiter. Neue Story beginnen. In normal, in Albtraum spiele ich nicht. Ich bin schon in normal schlecht, denn wir bedenken, ich kann keine Shooter spielen. Ich habe Ewigkeiten keinen Shooter mehr gespielt. Chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love.
The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Ich muss echt sagen, das Bild hier ist verdammt gut. Dafür gegen den Laptop ist das hier echt verdammt gut. Ist dir zu eckelig? Ihr redet immer noch über Outlast, oder? Ich mochte ja den ersten Teil. Ich mag auch gerne Whistleblower. Nur den zweiten Teil, den mag ich nicht. Warte, wir müssen noch was an der Maus drehen. Ich habe ja eigentlich gerne eine empfindliche Maus, aber hier nicht. Was schreibst du immer falsch? Walking Simulator? So. Ach, ich darf ja jetzt nur E drücken, wenn ich was aufhebe. So, kann ich's noch? Ja, ich kann's noch. Sehr schön. Ein schwarzer Abgrund. Ach, das ist ein Fluss. Ups. Wo musste ich denn nochmal hin? Da. Na, kennt jemand dieses Haus? Das ist ekelig. Ja, das schreibe ich ja auch immer grundsätzlich falsch. Nicht tragisch. Ne, wo musste ich denn jetzt her? Das Haus, was wir da gerade gesehen haben, in der Cutscene. Moment, Moment, Moment. Das ist wohl Spoiler hier aus dem Vorgänger hiervon, als auch, schätze ich zumindest aus einem, doch ist es, schätze ich nicht nur, sondern ist es, aus einem ganz bestimmten Film. Man sieht es jetzt kaum leider mehr. Aber es ist aus einem ganz besonderen Film geklaut. Den muss ich mir auch endlich mal holen, den Film. Ich mag den. Und keiner weiß, wovon ich spreche. Das ist, wäre echt ein Wunder, wenn jemand weiß, wovon ich spreche. Ich habe es, glaube ich, im Alan Wake LP erwähnt. Bin mir noch nicht sicher. Ach, wir müssen die Pistole aufheben. Deswegen ging es nicht weiter, richtig? Ja. Wie kommst du da die Steine hoch? Danke, jetzt habe ich nur noch eine Kugel, du Arsch. Jetzt fragt sich nur, wo ich Kugeln herkriege. Ich kann den Chat gar nicht lesen. Moment. Ghost Chip. Habe ich auch mal überlegt zu gucken, aber wegen irgendeiner Szene wollte ich es nicht gucken. Da war irgendetwas. Bin ja immer so, ich gucke Filme. The man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Filme schon wegen einer besonderen Szene nicht mehr. Ein Schaukelpferd! Komm, wir setzen uns da drauf und reiten in den Sonnenuntergang. Der Film ist geil, okay. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das auch so ein Film war, den ich mir auf meine Liste gepackt habe von Filmen, die ich nie sehen werde oder nie fertig sehen werde. Gibt's auch leider. Die ich dann mittendrin abgebrochen habe wegen Sachen, die ich nicht sehen wollte.
Keine Muni für mich? Ich hätte gerne Muni. Ich habe nur noch eine Kugel. Hallo? Der Mond ist übrigens geil. Ah, genau, die Szene mit dem Drahtseil. Aber die kenne ich schon. Die habe ich schon gesehen. Ich finde die jetzt nicht so schlimm. Die Motel promised safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Money, money, money. Must be funny. In a rich man's world. Entschuldigung. Und das Speicher ist immer das Alte. Somewhere within the earth, space itself has been pierced. And from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ich habe keine Kugel mehr, ihr Penner! Tschüss, ich bin dann mal weg. Manchmal ist es das Schlauste, wegzulaufen. Die hell erleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vom Feind. Wissen wir, danke. Ach, du bist so ein Wichser. Tschüss, ich bin dann mal weg. Ich bin schon am Rennen. Descent Shore Hotel. Motel. Entschuldigung. Der aus einem hellen Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Weiß ich auch schon, danke. Wie gesagt, ich kenne nur diese eine Stelle aus dem Film. Mehr kenne ich leider nicht. So. Nein. Braucht jemand Eis? Ich könnte was mitbringen. Da ist jede Menge Money. Ich kann kein Deutsch mehr. Da ist auch eine Flare. Was? Ja, das waren Flares. Jetzt käme ich gegen die locker an. Glaube ich zumindest. Werkstatt untersuchen. Okay. Nachdem wir den Fernseher gesehen haben. Denn hier ist jetzt eine Besonderheit. Während in Alan Wake... Warte, wie looten wir nochmal nach? Nein, so nicht. So machten wir die Flare. Toll. Wie laden wir denn nochmal nach? Ah! Nein, du Arsch. Während wir in Alan Wake Night Springs Folgen sehen konnten, womit das hier angefangen hat, sehen wir hier was anderes. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, I made some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks.
so quiet. Man sieht kleine Home-Videos von Mr. Scratch hier. Die, wie ich schätze, alle während der Zeit von Alan Wake, also wir sehen da ja auch immer wieder so kleine Szenen und so, aufgenommen werden. Ja. Und das ist noch nicht mal der schlimmste Mord, kann ich sagen. Muss ich gegen euch anstinken da hinten? Wie ihr dort angerannt kommt. Wir sind eine kleine Horde. Eigentlich würde ich gerne Muni sparen. Jetzt habt ihr mir das Licht ausgemacht, ihr Penner! Schaltet die Waffenkisten durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten sie ihren Feind mit besseren Waffen ein Ende. Ja, dafür müssen wir aber Manuskriptseiten finden. Hallo. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the... Ich mach auch nicht mehr lange, Schackers. Ich wollte eigentlich mich nur noch hier ein bisschen umgucken und eigentlich den ersten Kampf hinter mich bringen, aber ich glaube, das kann ich schon vergessen. Also werde ich ihn wahrscheinlich vermeiden. Wir werden auch gleich Schluss machen, das nächste Mal, wenn es speichert. They hate the light. Wir kennen uns doch. Warte, wir lassen mal noch mal Manuskriptseiten. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Natürlich. Wo finde ich die Sachen, die ich brauche? There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Sie sollten vorsichtig sein, immer doch. But there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Danke für Ihre Unterstützung. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. Wir sind viel verrückter, als But du glaubst. I feel like this is how it's supposed to go. Du kennst nicht unsere Home-Videos. Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic.
Da das immer direkt hilft. Oh, well, no, not as such. Yeah, okay, I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. Ja, danke, brauchen wir nicht. So, hast du vielleicht hier noch ein bisschen Muni für mich? Und vielleicht einen Speicher? Du hast eine Nagelpistole. Das wäre schon mal ein Anfang. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark. Wie lasen wir denn noch mal Manuskriptseiten? The conditions of the page, a great power will be unleashed. Ja, jetzt kann ich alles nageln. Das ist wohl wahr. Sobald ich sie aufhebe und die Nägel dafür habe. Bekam erst später den Schlüssel. Die Minikarte oben links zeigt ihre aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten und Rückzugspunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt. Blinkende Fragezeichen deuten auf eine in der Nähe befindliche Manuskriptseite hin. Sehr schön. Ach, Mensch. Muss ich zu diesen Punkten? Machen wir mal ein bisschen Radio an. Hallo, ich habe deinen Namen vergessen. Ich muss mich mit den Dunklen erst auseinandersetzen. Einmal, glaube ich. Was war das? Ah, guck mal, noch mehr Flares. Sehr schön. Ein Kontrollpunkt erreicht. Gut, sollen wir jetzt Feierabend machen, da wir einen Kontrollpunkt erreicht haben? What's this? Wait. Wow! Hi! Hallo, meine Freunde! Warte, ich nehme Abstand. Ich schieße euch die Kniescheiben weg. Na komm, der letzte. So. War's das? Das war's. So, jetzt wollte ich aber gerne dieses Rad dort haben. Wo ist es denn? Da. Weißt du nicht mehr, wofür man es braucht? Aber egal. Gut. Kannst du jetzt gerne speichern? Genau, immer auf die Beine zielen, Nasen... Bein und Schlüsselbein. Tut besonders gut. Da war nix. Heilen wir uns mal eben ein bisschen. Wer, du gehst jetzt auch aus. Och. Aber es hat gespeichert. Sorry, dass wir dann nur so kurz Ellen gemacht haben. Vielleicht geht's beim nächsten Mal weiter. Vielleicht geht dann auch Deponia weiter. Wir werden sehen. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht.